Stürmisches Wetter zu stürmischen Zeiten rund um das Schalker Parkstadion. Währenddessen die erste Mannschaft weiter Richtung zweite Liga stürzt, steht die U23 immerhin auf Rang 10 in der Regionalliga West. Der Gegner heute ist Alemannia Aachen. Die haben nach zuletzt zwei Niederlagen binnen einer Woche Aufbesserungsbedarf. Und entsprechend starteten sie in dieses Spiel. Fünfte Spielminute und mit der ersten Gelegenheit der Partie das 1:0 für die Gäste. Hamdi Damani, der Torschütze, per Kopf erzielt seinen 8. Saisontreffer, weil er im Rücken von Mika Hanratz frei zum Abschluss kommt. Die Schalker auf der anderen Seite unter der Woche mit einem starken 1:0 gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach. Auch ein Ergebnis fürs Selbstbewusstsein und entsprechend scheinbar unbeeindruckt spielten sie hier auf beim Rückstand Jason Seeker mit dieser guten Gelegenheit. Die Königsblauen anschließend auf einer guten Welle unterwegs. Angriff über die linke Seite. Die Aachener bekommen es nicht geklärt. Dann ist es Seeker im Doppelpass mit Jan-Luka Schuler und Jason Seeker mit dem Ausgleich. 21. Spielminute, das 1:1 für den FC Schalke 04. Der albanische U21-Nationalspieler mit einem tollen Linksschuss aus 20 Metern. Die Schalker mittlerweile taktgebend in diesem Duell. Das ist der nächste Angriff. Wieder bekommt die Aachener Defensive den Ball nicht raus. Schuler in Richtung Fröhlich, die Flanke und dann wird er unfreiwillig verlängert und dann stolpert sich die Alemannia Defensive den selber ins Tor. Torschütze ist am Ende Jason Seeker, aber mit freundlicher Unterstützung der Hintermannschaft der Gäste. Wir schauen nochmal drauf, schon die Flanke wird hier unfreiwillig vom Aachener Verteidiger verlängert und dann Seeker, der rutscht eigentlich über den Spann und findet dann über Alexander Heinze den Weg ins Tor und somit zum 2:1 zur Pause. Verdiente Pausenführung für Schalke 04, aber Aachen hatte im Durchgang 2 noch was vor, das ist Galle und eine erste Ankündigung in Form dieser Flanke auf das, was folgen sollte, hier noch entschärft von Sören Ahlers. Die 67. Minute, wieder Aachen mit Oguzhan, Aidogan und was für einem Abschluss! Das 2:2, der Ausgleichstreffer für die Alemannia, Saisontor Nummer 4 für Oguzhan Aidogan, der Mann, der zwischen 2008 und 2014 in der Schalker Jugend aktiv war und somit aufgrund der zweiten Halbzeit verdient den Punkt rettet für die Aachener Alemannia. Sie bleiben somit auf Rang 13 mit 35 Punkten.